Messerstecherei in Geisweid. Ein Toter. Großeinsatz für die Polizei am Donnerstagmittag. Gegen 13 Uhr wurde der Polizei eine Messerstecherei in einem Hochhaus an der Heckenbergstraße gemeldet. Erste eintreffende Beamte am Einsatzort fanden zwei blutüberströmte Personen. Rettungswagen und Notärzte eilten zum Einsatzort. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch am Unglücksort. Eine weitere Person wurde nach Erstversorgung durch Notärzte am Einsatzort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor. Ein ausführlicher Nachbericht und auch Filmbericht folgt in Kürze.